Hallo, meine frugalen Freundinnen und Freunde, willkommen bei meinem nächsten kleinen Einkauf. Und zwar war ich im Pennymarkt nach der Arbeit. So, da ich wieder kein veganes Hackfleisch bekommen habe, werde ich unsere veganen Cevapcici von Green Force machen. Da habe ich mich spontan dazu entschieden und dafür brauchte ich alles für Tzatziki und ja, noch ein bisschen was für den Bulgursalat. Für meinen Mann gibt es Bananen. Er liebt ja, wenn die noch sehr grün sind. Die kosten im Pennymarkt 1,99 € und die haben jetzt 1,43 € gekostet. Dann fürs Tzatziki Bio-Joghurt 3,8% Fett mit 1,15 €. Dann habe ich zwei Tomaten geholt. Da hat das Kilo 2,69 € gekostet, also haben die 58 Cent gekostet. Dann ein Kilo Zwiebeln, auch von der Biomarke, für 1,99 € und eine Schlanggurke, die war erstaunlich teuer, 1,29 €. Die reguläre hätte 1,19 € gekostet. Und da ich das mit Schale verarbeiten möchte, habe ich dann definitiv die Bio-Variante genommen. Da könnt ihr nochmal alles zusammen sehen. Insgesamt hätte mich dann der Einkauf 6,12 € gekostet und mit beiden Rabatten 5,80 €. Heute kommt nochmal mein Greenforce-Paket. Ich habe bei dem Halloween-Rabatt mitgemacht und habe dann 25% Rabatt nochmal auf meine nächste Greenforce-Bestellung bekommen. Das wird heute Nachmittag kommen, das heißt, morgen wird es auf jeden Fall endlich dann meinen Kartoffelauflauf geben. Da habe ich dann endlich alle Zutaten zusammen. So, ich wünsche euch eine schöne Wochenmitte, genießt noch den restlichen Tag, abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet und wir hören uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dann!